Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute auch mal wieder ein Kameraporträt zu einer Kamera, die ich so ein bisschen hinten habe rüberfallen lassen. Die ist schon länger bei mir und ich habe die Vorgängerin schon mal vorgestellt. Und da die Unterschiede relativ, ich sag mal, marginal sind, war mir das gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss zur Nikon FE2 auch nochmal ein Kameraporträt machen. Andererseits habe ich dann, verdient hat sich's ja, und deswegen gibt es heute die Nikon FE2 mit wenig Neuigkeiten, aber mit sehr viel Liebe gemacht. Also, Nikon FE2, nehmen wir es mal auf die Seite, natürlich die Nachfolgerin der Nikon FE und im Prinzip Vorgängerin der FA, 1983 vorgestellt worden. Und wenn man sich die Kamera anguckt, man muss schon zweimal hingucken, bis auf die Tatsache, dass es jetzt hier vorne eingraviert ist, aber ansonsten sieht sie der FE schon sehr ähnlich und bedient sich auch nahezu gleich, hat aber dann so ein paar Features und ein paar Erweiterungen, die dann schon über das, was die FE bietet, hinausgehen. Man muss sich dann in die Situation nochmal zurückversetzen. 1983 war die große Zeit schon der programmgesteuerten Kameras. Die Canon A1 war am Markt, die Minolta X700. Da hat dann Nikon sehr konsequent ihrem, naja doch, konservativen Modelltonus folgen, quasi der FE nochmal ein Update gegönnt und gesagt, Programmautomatikmodus brauchen wir gar nicht, aber so ein paar Features, die erweitern wollen wir doch, dass wir noch auf dem Stand der Dinge sind. Und das macht die Kamera heute noch sehr begehrt und für viele damals professionelle Fotografen war das im Prinzip der Second Buddy, der dann in der Tasche landet, ein bisschen günstiger als die FM2 und ähnlich zuverlässig und solide gebaut. Bevor wir uns die Details angucken, erstmal noch so ein bisschen Allgemeines zu der Kamera. Wir haben einen ISO-Bereich von 12 bis 4000. Das finde ich ein bisschen, ich würde keinen einzigen ISO 4000, aber das ist der Bereich, in dem es sich einstellen lässt. Ein 4000stel Sekunde Verschlusszeit, das ist schneller als die F3. Schneller als die professionelle Kamera aus dem Hause Nikon. Ein Flash-Sync von 1/250, das war Weltrekord damals. So schnell hat keine andere Kamera gesynkt. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich nochmal nachgucken, sonst schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich glaube, die Olympus OM4 ist in einem ähnlichen, wenn nicht noch schnelleren Bereich unterwegs. Aber da gucke ich nochmal nach. Was sich geändert hat im Vergleich zur Ursprungs-FE, das Wegfallen dieses ausklappbaren oder wegklappbaren AI-Hebels. Die Zeit der Prä-AI-Objektive war für Nikon endgültig vorbei und dann hat man auf dieses billige Bauteil verzichtet und hat ihn fest konstruiert, anstatt ihn, das finde ich ein bisschen doof, aber muss man halt hinnehmen. Vollelektronischer Titanverschluss, 8 statt 9 Lamellen, deswegen konnte er so schnell sein, aber das sind auch tieftechnische Details. Bessere Mattscheiben, die waren tatsächlich der Bringer. Also die waren wesentlich heller als das, was in der FE verbaut wurde. Kann man auch in der FE verwenden, sind maßkompatibel, aber dann muss man natürlich den Belichtungsmesser der FE anpassen, damit der mitkriegt, dass da jetzt mehr Licht durchgeht. Ist aber auch machbar, sollte man nur nicht selber tun. Weitere Neuerungen, TTL-Blitzen, das war zu der Zeit sehr angesagt, musste man also integrieren, hat man dann hier drüben im Blitzschuh, ich sollte mir angewöhnen, die auf diese Seite zu halten, das geht dann besser, hat man hier drüben im Blitzschuh dann auch gemacht. Da gibt es jetzt die TTL-Kontakte und das unterstützt die Kamera auch. Etwas, das, ich weiß nicht, ob das mehr Marketing ist oder tatsächlich, so, das müsste man messen. Man hat in die Kamera ein Massedämpfungssystem eingebaut und hat gesagt, deswegen ist eine Spiegelvorauslösung nicht mehr nötig. Der wird so gut abgebremst, da entsteht gar kein Spiegelschlag mehr. Fühlt sich für meine Hände relativ normal alles an. Also ich würde nicht sagen, das fühlt sich jetzt besonders erschütterungsfrei an. Da müsste man mal gucken, was am Film tatsächlich ankommt von der Erschütterung. Aber das sind
Fakten, die man damals angegeben hat. Und die gebe ich natürlich so weiter. Massedämpfungssystem mit einem Schwungrad macht den Mirror Lock-Up überflüssig. Gucken wir uns die Kamera dann mal für alles Weitere im Detail an. Auch der Blick von oben auf die Kamera, der kommt uns definitiv bekannt vor. Die Unterschiede, die sind eher kosmetischer Natur. Wir haben hier drüben an der Kompensationseinstellung ein bisschen Veränderung. Auf dem Zeitenwahlrad sieht es ein bisschen anders aus. Auf dem Blitzschuh natürlich und der Auslöser hat eine etwas andere Form. Aber im Großen und Ganzen ist das alles sehr bekannt von der FE. Nichtsdestotrotz fangen wir wie immer auf der linken Schulter an mit der Filmrückspulkurbel, die sich ausklappen und mit der sich der Film zurückspulen lässt. Ist gleichzeitig auch die Öffnungsfunktion für die Filmtür. Dazu muss man sie erst mit diesem kleinen Hebel entriegeln, dann nach oben ziehen. Tue ich jetzt nicht, da ist nämlich Film drin. Und des Weiteren haben wir um den Rückspulknopf angeordnet die Belichtungskorrektur, die Kompensation. Indem ich hier den kleinen Knopf drücke und dann den Ring drehe, kann ich eben hier von plus bis minus 2 das Ganze einstellen. Ich kann ferner den Ring hier hochheben und meine ISO-ASA-Einstellung hier den Zahlen auf dem Ring folgend vornehmen. Über den Blitzschuh haben wir schon gesprochen. Da sind die zusätzlichen Kontakte fürs TTL-Blitzen. Über das Zeiteneinstellrad reden wir noch ganz kurz. Entriegelung für die Automatikfunktion. Ansonsten von der 4000stel runter bis zu 8 Sekunden, die ich direkt anwählen kann. Alles andere über die Automatik. Die manuelle 250stel, die auch gleich die Blitzsynchronzeit ist und Bulb. Das Filmzählfenster, den Aufzugshebel, der gleichzeitig Einschalter ist, allerdings nicht mehr so wie bei der FE, dass ich hier die Kamera ausschalte, sondern ich öffne hiermit nur die Stromzufuhr. Alles andere regelt die Kamera. Wenn ich den Auslöser kurz antippe, wird der Belichtungsmesser eingeschaltet. Nach 16 Sekunden wird er wieder ausgeschaltet. Unabhängig davon, was ich mit dem Hebel mache, das heißt, wenn ich ihn einschalte und dann den Hebel ranlege, dann bleibt er trotzdem noch die 16 Sekunden an und dann schaltet er sich erst ab. Der Auslöser ist allerdings bei angelegtem Hebel sofort blockiert. Also ich habe hier einen Ausschalter, Stromversorgung und eine mechanische Blockade für den Auslöser. Das Filmzählwerk, Bildstandsanzeiger, wie auch immer, hat hier oben sein Fenster und das hier ist der kurios zu bedienende Multibelichtungshebel, den es hier im Kamerageschäft gegeben hat. Den muss ich nämlich nach oben gedrückt halten und dann gleichzeitig darum meinen Aufzugshebel bedienen. Da kommen sich die Finger garantiert in die Quere. Eine sichere Methode, dass man das nicht so oft nutzt. Auf der Rückseite, da gibt es wenig zu sehen, einen Okulareinblick und einen Film-Memo-Halter, der bei der FE noch vorhandene Testschalter für die Batterie, der ist nicht mehr vorhanden. Wenn der Belichtungsmesser misst, dann ist die Batterie in Ordnung, ansonsten heißt es Batterie wechseln. Auf der Unterseite 4 Kontakte für den Motor oder Winder, ein Batteriefach, 2x LR44, Stativgewinde, Freigabe für den Rückspulknopf und hier die mechanische Verbindung für den Motorantrieb am Filmaufzug. Auf der Vorderseite eine Blitzsynchronbuchse, für die es auch einen teuren Stopfen gibt, den ich nicht mehr habe. Die Freigabe fürs Objektiv, Nikon-typisch, nach links gedreht und wieder angesetzt. Man sieht hier ganz nett, dass also hier nicht mehr dieser abklappbare Hebel da ist, sondern der ist jetzt aus Vollplastik, was dann dafür sorgt, dass er, wenn man die falschen Objektive ansetzt, auch gleich abbricht. Schönen Dank, Nikon. So, aber wenn man sorgfältig damit umgeht und sich vorüberlegt, welche Objektive man auf die Kamera schnallen möchte, dann passiert da auch nichts. Auf der anderen Seite die Tiefenschärfe Vorschau, Abblendtaste und den mechanischen Vorlauf. Ja, an Bedienelementen war es das soweit. Die Kamera bedient und fotografiert sich genau wie die FE.
Und genauso in den Wahnsinn treibt sie mich dann auch mit ihm permanent. Ich muss sie eingeschaltet haben. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich den Hebel angelegt hatte und mich dann gewundert habe, warum ich nie auslösen kann. Und als ich den Hebel dann rausgezogen hatte, da war das Motiv vorbei. Das ist eine persönliche. Ich glaube, wenn man nicht anders als mit einer Nikon fotografiert, dann geht das so in Fleisch und Blut über, dass man da gar nicht drüber nachdenkt. Wenn ich durch den Sucher gucke, dann sehe ich ein sehr Nikon-typisches Bild. Ich habe auf der linken Seite meine wunderbar analoge Zeitskala. Ich habe einen grünen, transluzenten, halbdurchsichtigen Pfeil, der mir die eingestellte Verschlusszeit einzeigt. Ich habe einen schwarzen Pfeil, der dazu korrespondierend die gemessene Zeit anzeigt. Und dann, wenn ich die beiden auf Deckung gebracht habe, dann habe ich die richtige Belichtung eingestellt. Der schwarze Zeiger reagiert nicht nur auf das Licht, sondern auch auf die Blende. Und der grüne Zeiger, wie gesagt, auf die Verschlusszeit. Und damit kann ich dann in beide Richtungen quasi mich einander annähern und auf die richtige Belichtung zusteuern. Ansonsten gibt es das Nikon-typische Kreissegment für die größere Gewichtung in der Belichtungsmessung, 60-40. Und es gibt oben sehr gut zu sehen die Einblendung für den Blendenwert. Das wird vorne durch eine Optik hier in das Sucherbild eingespiegelt. Und damit habe ich alles, was ich brauche, kann mich voll auf das konzentrieren, was ich fotografieren will. Und die Kamera bietet mit ihrer erweiterten Verschlusszeitreihe nach oben zu den ganz ultraschnellen Zeiten, wie auch nach unten Potenzial für alle Möglichkeiten. Man muss vor keiner fotografischen Aufgabe Angst haben. Das Objektivangebot bei Nikon ist sowieso nahezu unendlich breit. Hervorragende Objektive aus dem Hause Nikon. Auch nicht schlechte Objektive von Drittherstellern. Also da gibt es einiges, an dem man sich bedienen kann. Und natürlich der absolut klassische Nikon-Look. Ich denke, dass die FE2 auch in großen Teilen das Vorbild für die, wie heißt die kleine ZF, die Retro APS-C-Kamera von Nikon, die sieht der ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Es macht, bis auf die für mich persönliche Einschränkungen des Vorspulaufzugshebels, richtig viel Spaß mit der Nikon FE zu fotografieren, weil man mit diesem Nachführsystem, mit den beiden Zeigern doch schon extrem schnell ist und dann seine Belichtung entweder mit der Blende oder mit der Verschlusszeit einstellen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass das Verschlusszeitenrad im ans Auge gehaltenen Zustand etwas leichter zu bedienen wäre. Aber es ist groß genug, dass man es mit ein bisschen Kraftaufwand ganz gut drehen kann, auch mit dem Zeigefinger. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht in den Automatikmodus gerät, denn dann muss ich erst wieder hier mit dem Hebelchen entriegeln. Ja, mit der Kamera kann man sehr viel Spaß haben. Wenn man bereit ist, für das Ding, naja, 250 € auf den Tisch zu legen. Ich glaube, wenn man das umrechnet, dann kommt man ziemlich exakt bei dem Neupreis aus, den das Ding damals mal gekostet hat. Also von so her ist es eine extrem wertstabile Kamera und die wird auch über Jahre hinaus noch ihre Liebhaber finden. Ob man im Vergleich zur FE die FE2 bräuchte, das kann man nur beurteilen, wenn man sich die Frage stellt, brauche ich diese ultraschnellen, ultrakurzen Verschlusszeiten? Alles andere kann ich, glaube ich, auch mit der FE sehr gut in den Griff kriegen. Und ich habe den Vorteil, dass ich beide Pre-AI und AI-Objektive verwenden kann. Von so her weiß ich nicht, ob meine Empfehlung Richtung der FE2 oder der FE1 gehen würde. Leichte Tendenz, glaube ich, hätte ich zur FE1, also zur originalen FE. Ja, aber das muss letztendlich jeder selber entscheiden. Für mich an dieser Stelle Zeit, das zu sagen, was ich immer sage, nämlich habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert.
Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.